Herzlich willkommen zu 120 Sekunden SV und Kalenderwoche 3, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr seht, wir sind auch heute wieder in einem ganz anderen Setting als letzte Woche und die Wochen davor. Denn wir sind bei mir zu Hause. Letzte Woche hatten wir den Livestream zu 120 Sekunden SV. Diese Woche wollten wir euch wieder eine kleine Folge bieten, in der natürlich nicht so viele Dinge behandelt werden wie sonst in den Folgen, da natürlich nicht so viel passiert ist. Am Mittwoch wurden die Zeugnisse der Q1 und Q3 ausgeteilt und damit starten sie jetzt inoffiziell auch ins zweite oder ins letzte Kurshalbjahr. Wir wünschen der Q4 ein erfolgreiches Abitur-Halbjahr und viel Erfolg bei den Prüfungen. Zudem wünschen wir natürlich der Q2 auch viel Erfolg in ihrem zweiten Kurshalbjahr. Doch nun zu eurer Aktion und was wir vielleicht von euch diese Woche wollen. Wir würden mit euch gemeinsam gerne eine allgemeine Umfrage machen, wie das Homeschooling bei uns in der Schule läuft und wie ihr damit zurechtkommt. Dazu wäre es cool, wenn ihr unsere Umfragen mit beantworten würdet oder eure Meinung zum Homeschooling in die Kommentare schreibt. Unter anderem wollen wir von euch wissen, wie ihr mit der Homeschooling-Situation bei uns an der Schule zurechtkommt. Das heißt, kommt ihr zum Beispiel mit dem Homeschooling besser zurecht, weil ihr eure Aufgaben selbst organisieren könnt? Kommt ihr mit dem Homeschooling genauso gut zurecht wie eigentlich normal in der Schule? Oder habt ihr auf jeden Fall Probleme, bei euch im Homeschooling Themenbereiche zu verstehen oder Aufgaben zu lösen? Genau sowas wollen wir von euch wissen. Zudem könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie eure Arbeitssituation zu Hause ist. Müsst ihr mit 4 weiteren Geschwistern am Essentisch in eurer Küche sitzen und eure Aufgaben machen? Oder habt ihr euren eigenen Platz bei euch im Zimmer am Schreibtisch und könnt da in Ruhe eure Aufgaben und eure Videokonferenzen machen? Die Umfragen werden in der nächsten Stunde wieder online kommen. Wir werden diese Umfrageergebnisse gemeinsam auswerten, Pläne erstellen, wie wir zum Beispiel das Homeschooling verbessern können oder wie wir einzelne Schüler besser fördern können und diese dann der Schulleitung vorlegen und gemeinsam bessere Bedingungen für euch alle schaffen. Die nächste Woche wird auf jeden Fall noch Homeschooling für euch sein. Das bedeutet, dass ihr weiterhin eure Aufgaben über Moodle bekommt und Videokonferenzen mit euren Lehrern habt. In der letzten Kalenderwoche im Januar kann es sein, dass die Oberstufe zumindest für 1-2 Stunden wieder täglich in die Schule zurückkehrt und eure Leistungskurse im Präsenzunterricht stattfindet. Dies ist aber aktuell noch nicht ganz klar und wird in der nächsten Woche entschieden. Bis dahin wünschen wir euch erstmal noch eine weitere erfolgreiche Woche im Homeschooling. Wenn Probleme sind, schreibt uns gerne an. Und damit bis nächste Woche, in welcher Art und Weise auch immer, ob wir wieder ein Livestream machen oder so eine Folge online bringen und mit euch gemeinsam die Umfrage auswerten. Dann bis nächste Woche in Kalenderwoche 4.